So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Anleitungsvideo. Es geht um grundlegendes Arbeiten mit Irfan View. Ich starte zunächst mein Portable Apps Menü und das Irfan View. Da habe ich es. Dateien öffnen, klar mit O. Letzte Dateien kriege ich hier eine Liste mit einem externen Editor. Hier kann ich also bei den Einstellungen unter Optionen vorgeben, dass das Bild noch mit einem anderen Programm geöffnet werden können soll. Oder eben, ich könnte ein Bild auch hier in anderer Form speichern als Hexdatei. Da kann ich also direkt auf den Speicher schauen, bringt aber oft nicht viel. Thumbnails kann ich mir eine Überschrift, einen Überblick verschaffen über die Bilder in einem Ordner. Das ist recht hilfreich. Slideshow ist ja eine Diashow, ob man das braucht. Stapelverarbeitung ist eine gute Geschichte. Da kann man mehrere Bilder gleichzeitig entsprechend bearbeiten, etc. etc. Hier hat man auch die Möglichkeit, zum Beispiel einen angeschlossenen Scanner einzusetzen und das Bild direkt hier in Irfan View öffnen zu lassen, um es zu bearbeiten. Ja, bearbeiten, es ist noch gar kein Bild da, deswegen ist vieles noch ausgegraut. Das wichtigste Menü ist das Bildmenü. Beginnen wir gleich mal damit, dass wir also unsere Burko in Zollern wieder öffnen. Da sie immer noch mit dieser enormen Größe, die durch den Fotoapparat entstanden ist. Wir hatten vorhin gesagt, 8 Megapixel Bild, das ist also doch ein bisschen heftig. Wollen wir das Bild jetzt entsprechend in der Größe verändern, können wir über das Menü Bild Größe ändern, hier das jetzt leicht einstellen, sollten allerdings als Einheit die Pixel wählen. Wir hatten jetzt hier im Bild eine Größe von, das Bildschirmbild hat eine Höhe von 768 Bildpunkten, da geht denn hier oben noch ein Stück ab, also mache ich doch glatt mal 700 Bildpunkte in der Höhe. Wir sehen jetzt, gleichzeitig hat sich also auch hier die Breite entsprechend angepasst, weil hier unten das Häkchen bei proportional steht. DPI nehmen wir auf 100 und dann ändern wir schon die Größe mit OK, ist das Bild entsprechend angepasst. Wir sehen es hier unten. Wir sehen auch, dass jetzt 92% der Bildgröße hier entsprechend dargestellt werden. Das heißt, das Bild passt also mit 700 Pixeln Höhe noch nicht ganz in dieses Fenster. Da machen wir gleich noch eine weitere Übung. Dann nehmen wir hier also 600. Okay. So, und jetzt sehen wir schon, da wird das Bild vergrößert. Wir könnten also über Ansicht, Anzeigeoptionen jetzt mal das Bild an das Fenster anpassen. Dann müsste das Fenster entsprechend verkleinert werden. So, wir haben also jetzt hier ein kleineres Bild, 900 mal 600 Bildpunkte. Eine Größe von ursprünglich 23,42 auf dem Datenträger. Und die ist jetzt reduziert auf 1,54 Megabyte, weil das Bild ja wesentlich kleiner geworden ist. Das wird sich aber jetzt hier erst ändern, wenn ich das Bild natürlich neu abspeichere. Bild speichern unter, um das Originalbild zu erhalten. Hohenzollern Bild 1. Oder was man eben auch oft sieht, 900 mal 600, dass man also die Größe des Bildes im Bildnamen mit angibt. Gut. Darüber hinaus kann man das Bild jetzt natürlich auch noch in anderer Form abspeichern. Übrigens wird sich das hier unten erst ändern, wenn wir das neue Bild tatsächlich auch öffnen. So sehen wir jetzt hier, das ist also entsprechend vorgegeben. Auf dem Datenträger ist es etwas größer als im Speicher. Das kann sich um irgendwelche Header-Daten handeln, also um irgendwelche Kopfdaten. Das ist jetzt nicht so von Bedeutung. Das Bild kann ich noch in anderen Formaten abspeichern, mit Datei, Speichern unter. Könnte ich jetzt hier einen anderen Dateityp wählen. Ein gängiger Dateityp für Pixelbilder ist beispielsweise, das ist jetzt hier schlecht zu sehen, muss ich mal ein bisschen tricksen, ist das PNG-Format. Da habe ich hier die Möglichkeit, noch entsprechende Kompressionsstufen. Das heißt also, dann werden die Daten komprimiert. Ich kann mit PNG auch eine transparente Farbe abspeichern und vieles andere machen. Ich lasse das jetzt mal so, wie es ist, Komprimierungsstufe, und speichere das Bild jetzt einfach in dem anderen Format, speichern. Das ist noch das Ursprungsbild. Ich muss also jetzt das neue Bild wieder öffnen und ich sehe auch hier schon,
Durch das Komprimieren hat sich die Bildgröße halbiert. PNG ist ein Bildformat, das die ursprünglichen Bildinformationen weiter beinhaltet. Ich könnte also jederzeit das ursprüngliche Bild wiederherstellen. Andere Formate zum Beispiel, ich mache es mal auf, sehen auch rein äußerlich keinen Unterschied. Andere Formate beispielsweise das JPG, das ja bekannt ist. JPG hat hier verschiedene Kompressionsstufen. Die Qualität sehr hoch, also 80, 70 kein Problem, ist eine normale Komprimierungsstufe, bei der man also kaum etwas sieht. Speichern wir das mal ab. Das Bild mit diesen Einstellungen, muss ich mal Platz schaffen, zack. So, öffnen wir dann mal hier und sehen hier jetzt, das JPG ist also noch stärker komprimiert, ungefähr zehnfach jetzt, obwohl wir also einen verträglichen Komprimierungsfaktor gewählt haben. Und auch hier haben wir immer noch doch relativ, ja, originale Farben. Wir könnten jetzt weitergehen und könnten sagen, wir ändern die Komprimierung. Ich gehe mal ganz drastisch ran, um zu zeigen, was bei der Komprimierung hier eigentlich passiert. So, da muss ich das aber umbenennen. Dann sage ich mal also Faktor 10, um das deutlich zu machen. Speichern. Auch bei Faktor 10, das sehen wir natürlich erst, wenn wir das Bild entsprechend öffnen, haben wir nochmal eingespart auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sehen wir jetzt am Bild natürlich deutlich die Komprimierung. Das heißt, hier werden also große Bereiche zusammengelegt, um Kanten entstehen, solche Artefakte. Gar nicht mehr schön, das Bild. Aber natürlich eine Komprimierung in dieser Größenordnung, wenn wir also mal schauen, von ursprünglich 1,5 Megabyte auf 16 Kilobyte, das ist also fast das Hundertfache, da muss es natürlich entsprechende Änderungen geben, sonst könnten wir ja Bilder beliebig klein machen. Ich öffne nochmal das Original, um noch eine andere Art und Weise des Speicherns oder noch ein anderes Format, ein anderes gängiges Format zu zeigen, das ist das GIF-Format. Hohenzollern, allerdings ohne die Endung GMP. So, das ist ein weiteres gängiges Format, kann Dateihalter nicht lesen, beschädigt, existiert nicht. Musste ich das Bild nochmal öffnen. Natürlich nicht als GIF-Bild, sondern als Bitmap-Bild öffne ich das Bild. Hier auf Datei, speichern unter, wähle jetzt hier das GIF-Format aus und speichere das Bild nochmal ab. Auch hier habe ich die Möglichkeit, eventuell transparente Farbe zu speichern. Will ich jetzt hier gar nicht. Im GIF-Format sehen wir jetzt gar nicht so den entscheidenden Unterschied. Erstmal, hier hat sich ja gar nichts getan. Ich muss das GIF-Bild erst öffnen. Ja. Häufige Grafikdateien. Das GIF-Bild sehen wir, ist auch komprimiert. Und wenn wir es öffnen, sehen wir dann hier schon an anderen Stellen, wo im JPG- oder PNG-Bild doch saubere Übergänge waren, teilweise schon Pixeligkeit. Warum? Nun, weil im GIF-Format die Farbtiefe geändert wird. Und zwar auf 8 Bit per Pixel, also auf 1 Byte pro Pixel. Das ist etwa ein Drittel der Ersparnis, die wir hier haben. Die wird auch so fast komplett umgesetzt. Zusätzlich noch Komprimieralgorithmen. Also das Abspeichern von Dateien in unterschiedlichen Formaten hat unterschiedliche Effekte. Und hier sollte man also sich gut informieren. Möchte ich das Bild im Ursprungszustand wiederherstellen? Bei JPG wird prinzipiell verlustbehaftet komprimiert. Das heißt, die Daten, die durch das Komprimieren aus dem Bild rausgerechnet werden, sind auch nicht wiederherstellbar. Wenn ich also ein Bild in der Form hier auf diese extremen Darstellungsgrößen reduziere und nicht vorher mein Originalbild gespeichert habe, ist das Originalbild in dem Falle verloren.
So viel erstmal dazu. Darüber hinaus gibt es natürlich hier noch viele weitere Funktionen, die man sich also mal anschauen sollte. Das Bild lässt sich leicht drehen mit den Tasten L und R. In dem Fall würde ich also nach L oder mit R das Bild entsprechend hier rechts rumdrehen. Etc. pp. Feinrotation und was nicht alles. Dazu kommt in einem späteren Video dann nochmal wieder ein paar Informationen. In dem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.